Am Anfang jeder archäologischen Forschung steht die Frage nach dem Alter des Fundes. Wie alt ist das Garn? Oder wann wurde die Hose eigentlich geschneidert? Vergangene Zeit ist im Labor messbar, zum Beispiel mit der Radiokarbon-Methode. Die Analyse im Labor dauert etwa 3 Monate. Die Hose besteht aus Schafswolle. Wie alle Lebewesen nehmen die Schafe während ihrer Lebenszeit das radioaktive Kohlenstoffisotop C14 aus der Umwelt auf und lagern es in ihrem Körper ein. Das zerfallende C14 wird in lebenden Organismen ständig ersetzt. Abgeschorene Wolle ist nicht mehr Teil des Lebenskreislaufs. Das C14 in der Wolle zerfällt und wird im Laufe der Zeit weniger. Nach etwa 5700 Jahren ist noch halb so viel da wie am Tag des Scherens. Weil man dieses Zerfallsgesetz kennt, können Physiker messen, wie viel C14 noch in der Wolle ist und ausrechnen, wann sie vom Schaf geschoren wurde. Aufs Jahr genau geht das mit der Radiokarbon-Methode nicht. Aber auf etwa 50 bis 100 Jahre lässt sich der Zeitraum eingrenzen. Die Turfanhose wurde zwischen 3100 und 2900 Jahren vor heute gemacht. Wenn das stimmt, wäre sie Jahrhunderte älter als die bis dahin älteste bekannte Hose der nordasiatischen Reitervölker. Um ganz sicher zu sein, muss die Datierung mit den Altersbestimmungen von Gewand und Stiefelbändern überprüft werden. Sie sollten alle etwa gleich alt sein. Und das sind sie auch. Alle Kleidungsstücke des Turfanmanns sind etwa 3000 Jahre alt.